Bei der UTV-Linie des amerikanischen Landmaschinenherstellers John Deere gibt es Nachwuchs. Die beiden Gator-Modelle XUV 835M als Benziner und XUV 865M als Diesel gibt es ab 2019 auch mit Heizung und Klimaanlage. John Deere will sein UTV damit für den ganzjährigen Einsatz rüsten. Als weiteren Komfortgewinn bietet der Hersteller eine zusätzliche Geräuschisolierung und Schalldämmung der Kabine. Nicht zuletzt lässt sich mit der Heizung im Winter die Frontscheibe enteisen. Wichtig auch, die Gator-Modelle XUV 835 und 865M kommen jetzt mit einer europaweit gültigen Traktorzulassung daher. Für den Einsatz auf öffentlichen Straßen entfallen somit aufwendige Einzelgenehmigungen. Die geräumige Kabine bietet drei Personen ausreichend Platz. Zur Serienausstattung gehört eine auf Knopfdruck zu betätigende Kippvorrichtung für die Ladepritsche. Zu loben sind sehr übersichtliche Rückspiegel. Verbessern ließe sich so manches doch recht rustikale Bedieninstrument, allen voran die mit einem Kippschalter zu betätigenden Blinker. Spektakuläre Fahrleistungen sind von den Utility-Gefährten nicht zu erwarten. Beide Fahrzeuge verfügen über Dreizylindertriebwerke. Der Benziner besitzt 812 Kubik und beschleunigt auf einen Topspeed von 60 km/h. Der Diesel kommt mit 854 Kubik großem Selbstzünder auf 50 km/h. Mit mehr als einer Tonne Leergewicht sind die beiden Gatoren keine Leichtgewichte. Mit umfassender Ausstattung ruft John Deere für seinen 50 PS starken Benziner Gator 835M und für seinen 22 PS starken Diesel Gator 865M Verkaufspreise von rund 30.000 Euro auf.